habe seit Jahren mich damit auseinandergesetzt, immer wieder in der, wenn ich mit mir selber gesprochen habe, also wenn ich das reflektiert habe, immer, dass die Veränderung so sein soll, dass bestmöglich sein soll. Jetzt habe ich das Gefühl, nicht, mir ist ja auch, das ist ja auch toll, dass ich sagen darf, jetzt ist es, glaube ich, besser, dass man es verändert und ich überhaupt die Möglichkeit habe. Das sind ja ganz wenige Trainer. Da muss ich ja total dankbar sein dafür. Was soll ich sagen? Es ist nie alles perfekt, aber eigentlich müsste man jetzt fast sagen, jetzt ist es vielleicht fast perfekt, so wie es ist. Was ich merke, ist auf jeden Fall, diese 2 Jahre jetzt, oder sind noch nicht ganz, aber waren brutal toll, aber sie waren unglaublich intensiv. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, wenn das nicht mehr so ist. Und dann muss ich genau schauen, was ich brauche und wie das mit der Familie ist. Und stellen Sie sich vor, ich hocke da daheim, der 3., 4. Tag und es ist keine Ferien mehr. Was sagen die dann daheim am 5. Tag? Wahrscheinlich werde ich sie sagen, könntest du mal schauen, dass du aus dem Haus rauskommst, damit wieder eine gewisse Normalität eintritt. Weil wir kennen es ja gar nicht anders. Wissen Sie, es ist auch der Aspekt, es sind so viele Aspekte. Am Montagmorgen habe ich gewusst, wo ich hin muss. Und am Sonntagmorgen auch aufstehen, Zähne putzen, anziehen, duschen. Erst Dusche, dann AC und dann ins Stadion arbeiten. Ich habe immer, das ist Struktur, ja. Es geht um Arbeit, Struktur und Arbeit. So, jetzt habe ich erstmal keine Arbeit mehr und Struktur habe ich auch nicht mehr. Also das hört sich jetzt so lustig an, aber ich musste nie überlegen, was ich mache. Ich bin immer zur Arbeit gegangen. Frei hat man nicht so viel, das war meine Schuld, weil ich nicht so viel freigeben habe. Das durfte ich dann auch noch selber ein Stück weit mitbestimmen. Und jetzt ist alles anders. Und dieses alles anders ist wird dann hochspannend sein. Aber mal schauen.